Hallo und herzlich willkommen auf Architekturwissen. In diesem Video geht es um die Zahl der Vollgeschosse. Im B-Plan kann beispielsweise die Zahl der Vollgeschosse begrenzt oder auch zwingend vorgeschrieben werden, sodass man wissen sollte, was ein Vollgeschoss ist. Vollgeschosse werden in § 20 Absatz 1 Baunutzungsverordnung kurz erläutert. Jedoch verweist diese direkt auf die einzelnen Landesbauordnungen, sodass die Definition, was denn nun ein Vollgeschoss ist, von Bundesland zu Bundesland mehr oder minder stark voneinander abweichen kann. Aus diesem Grund sollte die Definition immer vorab nachgeschlagen werden, damit eine solide Planungsgrundlage besteht. Schauen wir uns das Ganze doch am Beispiel von NRW an. In NRW wurde seit kurzem eine neue Landesbauordnung eingeführt, welche ab dem 01.01.2019 ihre Gültigkeit hat. In dieser Fassung wurde auch die Definition des Vollgeschosses überarbeitet, welche wir uns nun genauer anschauen wollen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor allem die Absätze 5 und 6 im § 2 Bauordnung NRW. In diesem heißt es, dass ein Vollgeschoss eine lichte Höhe von mindestens 2,30 Meter haben muss und ein oberirdisches Geschoss sein muss. Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,60 Meter über die Geländeoberfläche hinausragen. Außerdem muss ein Vollgeschoss mehr als 3/4 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses haben. Daraus können wir uns eine Checkliste ableiten, wann ein Geschoss ein Vollgeschoss ist, nämlich dann, wenn alle drei Kriterien erfüllt sind. Veranschaulichen wir das Ganze an einem Praxisbeispiel. Dazu nehmen wir ein Haus mit drei Geschossen und einer Grundfläche von 10 mal 10 Meter, also 100 Quadratmeter. Die Geschosshöhe, gemessen von Oberkante Fertigfußboden, bis Oberkante Fertigfußboden beträgt je 2,90 Meter. Alle drei Geschosse haben eine lichte Höhe von 2,55 Meter, erfüllen also das Kriterium für die lichte Höhe von mindestens 2,30 Meter. Der Erdgeschossfußboden liegt zwar 50 cm unter der Geländeoberfläche, jedoch liegt die Deckenoberkante des Erdgeschosses insgesamt 2,4 Meter über der Geländeoberfläche, womit ein weiteres Kriterium erfüllt wird. Somit ist das Erdgeschoss ein Vollgeschoss. Das erste Obergeschoss ist von der Grundfläche gleich groß und erfüllt ansonsten die gleichen Kriterien und ist somit ebenfalls ein Vollgeschoss. Das zurückversetzte zweite Obergeschoss hat eine Grundfläche von 7,5 x 10 Meter. Was einer Grundfläche von 75 Quadratmeter entspricht. Es erfüllt ebenfalls zwei der drei Kriterien, welche für ein Vollgeschoss erforderlich ist. Jedoch sind 75 Quadratmeter genau 3/4 von 100 Quadratmeter. Und somit wird das dritte Kriterium nicht erfüllt, da es mehr als 3/4 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses haben muss, um als Vollgeschoss zu gelten. Das zweite Obergeschoss ist kein Vollgeschoss. Wir haben insgesamt also zwei Vollgeschosse bei unserem Haus. Das war die Zahl der Vollgeschosse, präsentiert von Architekturwissen, die Architekten mit dem Wissen.